Herzlich willkommen, nicht nur ihr vorne am heimischen Computer, Fernseher oder Mobiltelefon, sondern auch herzlich willkommen Armin hinter der Kamera. Danke, falls danke. Falls ihr unser Gewinnspiel im November schon gesehen habt, habt den Armin schon mal gesehen, aka Armin Old Spice, denn der Freshman ist immer noch im Urlaub. Ich weiß zwar nicht, er sitzt wahrscheinlich immer zu Hause. Ne? Ja, Balkonien, ne? Ja, und guckt ja. YouTube. Ja. Egal. Wir starten heute mit einem absoluten Klassiker von Oma, den ich eigentlich von meiner Oma so übernommen habe, überall, wo ich immer gekocht habe. Das Ding war gesetzt, deswegen will ich euch das gerne mal nachbringen. Ihr seht hier schon, steht so ein bisschen Apfelsaft und Rotwein. Hier sind Äpfel und Gewürze, aber irgendwie der Hauptdarsteller fehlt noch. Armin, hast du eine Rotkohl gesehen irgendwo? Ach ja, eine Sekunde, warte. Jawohl, da ist er. Oh, das hätte auch schief gehen können. Allerdings. Okay, also richtig geilen Apfelrotkohl. Was wir dafür brauchen, ist schon mal ganz klar, Rotkohl ist endlich am Start. Wir brauchen Äpfel, wir brauchen rote Zwiebeln oder ich habe mich heute einfach mal für die etwas feineren Schalotten entschieden. Wir brauchen hier so ein paar Gewürze, wir brauchen Rotwein, Apfelsaft, dann ein bisschen Twist, Apfelgelee, erzähle ich später. Und wir braten das Ganze an, damit es richtig Spaß macht und ein bisschen Kraft gibt in Schweineschmalz. So, ich würde sagen, der Armin macht heute die Foodporns, macht dein Ding, ich fange einfach mal an, wir sehen uns gleich. Fertig geschnitten. Das heißt, was wir jetzt noch machen müssen, bevor wir das alles in den Topf packen, sind hier, komm mal ran hier auf den Meter, einmal die Gewürze. Also so ein Rotkohl steht und fällt mit guten Gewürzen. Wir haben hier Lorbeer, wir haben Wacholderbeeren, wir haben Zimt, wir haben Sternanis, ja, so heißt das. Wir haben Nelken, wir haben Kardamom, wir haben bunten Pfeffer, hier ist Muskatblüte und Lebkuchengewürz und ein klein bisschen Vanille. Das packen wir da alles rein. Das gibt dem Rotkohl einfach richtig guten Geschmack. Besonders, wenn ihr so einen Rotkohl einfach 2 bis 3 Tage mal stehen lasst im Kühlschrank, damit das richtig gut durchzieht. Wenn wir das jetzt alles reinpacken, müsst ihr natürlich alles so rausfriemeln. So beim Weihnachtsessen, irgendwie Oma sitzt irgendwie so, oh, wieder auf eine Nelke gebissen. Deswegen habe ich aber was vorbereitet, Leute. So, hier. Handelsübliche Teebeutel. Ganz einfach. Wir packen einfach alles in den Teebeutel, packen den Teebeutel mit rein. Das heißt, gibt Geschmack ab. Den könnt ihr auch drin lassen, bis ihr den Rotkohl dann wirklich verwendet oder könnt den damit auch sogar noch mal warm machen. Gibt weiterhin Geschmack ab und ihr könnt ihn einfach rausnehmen und Oma oder Mutti hat nichts zwischen den Zähnen. Nice, oder? Ja. Okay, dann packen wir das rein, tun wir alles in unseren Dutch Oven, braten das an und warten ab. Okay Leute, Rotkohl ist drin. Wir haben ein bisschen Essig angegossen und ein bisschen Süße mit naturtrüben Apfelsaft. Kommen die Aromen einfach richtig geil raus. Was jetzt natürlich noch für einen Apfel-Rotkohl fehlt, ist hier natürlich ein guter Rotwein. Wobei gut immer so, ne? Manche sagen, ja, man muss den Rotwein nehmen, den man auch zum Essen trinkt. Andere sagen, ist egal, hier nimm den Fusel irgendwie, der aus dem Tetrapack. Bei mir ist es sowas dazwischen. Also ich nehme einen Wein, den ich auch trinken würde. Jetzt nicht unbedingt den 30 Euro oder 15 Euro Wein, den ich zum Essen nehme. Weil der ist einfach ein bisschen ausgewogener, hat nicht so viel Säure, schmeckt nicht so fuselig und dann schmeckt das Essen einfach auch besser. Wieso hast du die Zwiebeln jetzt eigentlich nicht angeröstet? Bei so einem Rotkohl oder bei irgendeinem so Kraut muss man die jetzt nicht unbedingt anrösten, weil das kocht eh ein. Ja. Das heißt, dieses ganze, ein bisschen Crispiness von der Zwiebel oder was da jetzt drin wäre, würde eh verflüssigen. Deswegen, ich will, dass die Zwiebel Geschmack gibt und dass die da ist. Okay. Aber die muss nicht mega angeröstet sein. Ich mache jetzt mal den Wein auf, weil ich hier immer kein Kellnerbesteck habe. Wenn ihr diesen Trick sehen wollt, müsst ihr in das Video gucken, was ich jetzt hier oben einblende für euch. Wenn ihr mal nichts mit habt, sondern einfach nur euren Bunsenbrenner. Achtung, Armin. Yeah. Masseldorf. Okay, füllen wir auf.
Okay, Leute, endlich ist es soweit. Das Ding war jetzt, Armin, wir haben was drauf. Ich glaube, 2 Stunden, 2,5 Stunden. Kommt hin, hat ja. Hat das jetzt mit Deckel gut geköchelt. Wir haben noch ein, zweimal so ein bisschen Apfelsaft und Schuss Wein aufgefüllt. Komm mal ran. Wir lüften den Deckel. Oh yeah. Oh ja. Yeah. Das sieht gut aus. Ich rühre einmal um und guck mal. Und das Schöne ist, wir können jetzt hier einfach das Gewürzsäckchen rausholen. Wo ist es hier? Bisschen komisch aus, aber könnt ihr jetzt einfach rausnehmen. Die Lorbeerblätter und die Vanille sehe ich da auch. Wie gesagt, ihr könnt aber die ganzen Sachen auch einfach drin lassen und im Kühlschrank wirklich 2-3 Tage stehen lassen und nochmal richtig durchziehen. Das ist wie eine gute Soße. Es wird immer besser, immer geiler der Geschmack. Das Wichtigste, was jetzt noch kommt, quasi Trick 17, ist Apfelgelee, Leute. Klingt komisch, ist aber wirklich unglaublich geil. Wir haben ja relativ wenig Zucker reingegeben, beziehungsweise außer dem Apfelsaft eigentlich gar nichts. Das heißt, wir packen jetzt Apfelgelee rein. Apfelrotkohl harmoniert super cool mit den Äpfeln, die auch drin sind. Ist nicht ganz so süß und die Textur vom Gelee gibt dem Ganzen wieder so ein bisschen Sämigkeit. Packen jetzt einfach wirklich 1, 2, 3 gute Esslöffel da rein. Rühren das einfach unter, ne, siehst du, und die Textur hier, die Soße am Boden wird auch direkt schön sämig. Okay, das gibt eine Megastruktur. Ich habe das extra ein bisschen gröber gelassen, also wenn ihr richtig, richtig fein Rotkohl mögt, schneidet das einfach ein bisschen dünner. Ich mag das, wenn man nur so ein richtig, richtige Bissen zu kauen hat. Armin, ich sag dir, 1000 Erinnerungen preschen gerade durch meinen Kopf. Sehr schön. Schmeckt mega geil, Leute. Also wenn ihr es noch nie so gemacht habt, probiert es gerne einfach mal aus, wenn ihr Bock habt. Wir stellen das jetzt noch für 2-3 Tage in den Kühlschrank, machen es dann nochmal warm. Dann würde ich sagen, danke Armin fürs Filmen. Sehr gern. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe.